Hallihallo meine lieben Minecraft-Freunde, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Bevor das Video jetzt eigentlich losgeht, gibt es vorab nochmal wunderschöne Greenscreen-Szenen von mir. Ich würde euch bitten, meine Freunde, diese Greenscreen-Szenen unter dem Hashtag GreenRevi wieder auf Twitter editiert hochzuladen. Bitte keine Copyright-Sachen, weil das letzte Video wurde nicht monetarisiert wegen euch. Dankeschön. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der zweiten Greenscreen-Challenge, meine Freunde. Macht was draus und jetzt viel Spaß mit diesen Clips. Ladet euch das Video einfach runter und zieht es euch aufs Handy und editiert die geile Scheiße rein. Jetzt geht's los mit diesem wunderschönen Video. Bis dann. Und markiert mich auf den Twitter-Post, Hashtag GreenRevi. Ihr wisst Bescheid. Auf Wiedersehen. Ciao. Leg den nicht mit mir an, sonst krieg ich Jacken auf die Fresse. Stell dir vor, das ist dein Kopf. Nichts passiert. Hast nur mal Glück gehabt. Aus dem Bild. Komm mal ran, ich mach kaputt, Junge! Mir fehlt ein Teil meines Körpers. Oh. Hi. Seid bereit zu kämpfen! In die Schlacht! Doktor, wir haben die ersten Forschungsergebnisse. Mit dieser atomar verseuchten Mandel können wir ganz behutsam, wenn wir vorsichtig damit umgehen, gemeinsam den Weltfrieden zum Vorwurf machen würden und bei Nachbarn... Ich guck mir gerade keine Videos über Camgirls an. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tag. Macht die Klimaanlage aus jetzt, Mann! Meine lieben Freunde, ich habe mir heute was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar befinde ich mich heute auf der Plattform Fiverr. Ich habe dieses Videoformat schon einmal bei PewDiePie gesehen und hatte ein wenig Angst nach dem ganzen Skandal um dieses ganze PewDiePie-Ding mit Fiverr, mich selber auf der Plattform zu registrieren. Jetzt habe ich aber einen sehr, sehr guten YouTuber wiederentdeckt für mich, und zwar Mimulus. Der Link ist zu ihm in der Videobeschreibung. Der nämlich momentan eine Menge Fiverr-Videos macht, die ich mir unglaublich gerne anschaue. Und da ich ja selber keine Ideen habe, meine Freunde, dachte ich mir einfach, gehe ich einfach mal hin und gucke mal, was sich so auf der Plattform finden lässt und ob wir da nicht vielleicht den einen oder anderen auftragen können, irgendwelche Dinge zu machen. Wir können ja mal hier oben einfach German Rap eingeben. Vielleicht gibt es ja da jemanden, der Deutsch rappt. Ich schreibe dir einen Text und nehme ihn auf, zwei Strophen und Refrain. Basic, nee, das ist mir zu teuer, Alter. German Music. Schauen wir mal ganz kurz. Gibt es hier irgendwie... Send your list with German Classical Music Blocks. Ja, wer will nicht gern 13 Euro dafür bezahlen, dass jemand ihm eine Liste von klassischen Musikblöcken sendet? Nein, Leute, das reicht mir alles nicht. Ich gebe jetzt hier oben einfach mal Rap ein. So, Klimaanlage ist aus. Jetzt können wir mal schauen. I will make a rap song to promote your business. Nicht wirklich. I will rap a 16-bar rapper. I will write, produce. Nee. Alles zu teuer. Also, ich möchte jemanden haben, der für mich ein richtig geiles Hip-Hop-Video macht, ja? I will rap about the topic of your choice. Ja, machen wir. Okay, gut. Ich wähle extra fast delivery. Okay, order now. Muss ich jetzt hier also nicht noch sagen, submit. Oh, jetzt muss ich hier mal, das schneiden wir natürlich raus. Das ist nichts. Das ist jetzt also zensiert im besten Falle. Gut, Leute, ich habe ihn soweit bezahlt. Ich würde sagen, wir zahlen 4,49 € dafür. Tell me as much detail as you can about you want me to rhyme about and how. Fortnite insane trick shots. Vive HD is fat. Minecraft sexual role play. Was ist noch eine Sache, die mich interessiert? Fortnite, sexuelles Roleplay in Minecraft. Vive HD is fat. Bitcoins. And drugs. Skr, skr, blay. Gut, Leute. 5 Euro dafür, dass der Typ mir darüber einen Song schreibt. Das kann ja nur geil werden. Hello, I'll put you in my YouTube video. Please don't sue me, XO. Ja, gut, Leute. Ich hoffe mal, der Typ verklagt mich nicht. Und jetzt habe ich 6,28 € dafür bezahlt, dass er mir einen Song über Minecraft Roleplay, Vive HD ist fett und Fortnite Insane Trickshots macht. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch so haben hier, Leute. Der Typ scheint sich hier als Pirat
zu verkleiden und dann... I host, Gallivax, so you wanna hire a pirate? Hallo, ihr kleinen Landratten, möchtet ihr einen Piraten anheuern? Ja, heute bist du ganz schön glücklich, denn ich werde als Report einfach, als Pirat einfach alles sagen, was du willst. Ja, machen wir, continue. Schauen wir mal ganz noch, was wir haben. Extra fast delivery brauchen wir nicht, wir machen das einmal, Leute. Ich hoffe mal, dass das Video auf jeden Fall auch jetzt, also, okay. Please send your script of specific instructions. If over 50 slots, please add 1 gig and be sure to check extras if you want, like, green screen, black screen, music. Also be specific on the pronunciation, any common names or words, thanks. Revinside ist der beste YouTube-Kanal der Welt. Revive HD ist scheiße und gehört von der Plattform geschmissen. In Klammern, please, English, German, Accent. Kauft Revis Merch, weil er unendlich gut ist. Ich bin ein Pirat. Hallo. Gut, ich glaube, das ist super. Ich glaube, damit können wir arbeiten, Leute. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall toll. Vor allem, wenn der Typ kein Wort Deutsch spricht. Start Order. Gottes Willen, warum gebe ich für so etwas Geld aus? Hello, I am YouTuber. Okay, I put you in video. Okay. Okay, gut. Ich hoffe mal, das klappt soweit und ich würde sagen, wir schauen weiter, was es auf dieser tollen Plattform noch so gibt. I will write, rap, produce and record your song on video. Den habe ich schon mal bei Mimulus gesehen. Der Typ hat auf jeden Fall eine richtig geile Sache gemacht und zwar extra fast 4 days delivery. Oh, der Typ hat wahrscheinlich eine sehr lange Warteschlange. Na, 5 Tage kann ich nicht warten, Leute. Ich brauche den Kram jetzt. I will make happy dance bikini girl advertise video. Das klingt super, das brauchen wir. Kaufen wir, machen wir, Leute. Unbedingt, brauche ich unbedingt. Jetzt brauchen wir nur noch den passenden Song dazu. Heute mein, oh mein, ist anyway. In this Minecraft day, so beautiful and so divine. Das brauchen wir. Please use this song. I am a YouTuber and I'll put you in my video. Thank you. Ich glaube, das reicht schon. Also ich meine... What's that? Ich glaube, auf den Track kann man super abgehen. Okay, ich glaube, your logo, contact social, this is what you want to add on the video. Ach so, mein Logo. Da gucken wir doch direkt mal, was ich hier noch an schönen Bildern auf meinem Desktop habe. Nehmen wir einfach das hier. Das nehmen wir als Logo. Oh. Okay, sehr gut. Dann nehmen wir das Bild von Paluten dazu und ich glaube, dann haben wir auch alles, oder? Sehr schön. Gut, Leute, ich glaube, wir haben auf jeden Fall genügend tolle Sachen geordert. Wir können ja mal ganz was gucken. Ein Rap-Video, ein Piraten, der alles sagt, was wir wollen und ein Make-Happy-Dance-Bikini-Girl-Advertise-Video. Ich bin gespannt. Ja, gut, dann warten wir 2 Tage und dann schaue ich mal, ob sich meine 18 Euro irgendwie rentieren und das Video so viel Views bekommt, dass es sich lohnt, dieses Format weiterzuführen. Und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Bis dann. Ja, ciao. Und da sind wir auch schon wieder zurück, meine Freunde der minderwertigen Unterhaltung. Willkommen zurück. Und es ist jetzt ein paar Tage später, ja. Das heißt, ich schaue jetzt einfach mal, ob wenigstens schon ein paar Leute delivered haben, meine Freunde. Wir gucken mal ganz kurz hier bei Messages, was ich hier bekommen habe. Und your social spider, bla bla bla, what was this experience with the seller? Okay, schauen wir doch mal ganz kurz rein, meine Freunde. Ich würde sagen, wir gucken mal hier ganz kurz bei Orders, was ich da so bekommen habe. Hier ist also schon die erste Order eingetroffen, meine Freunde. Happy Dance Bikini Girl Video. Sie hat hier geschrieben, hey Revinside, thanks for your order. Thanks again for your order. Your delivery is enclosed. If there are any problems, let me know. I'll get to it soon. Bla bla bla. Have a great day. Okay. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, echt schon gespannt, ob das auch schon geil wird, wie ich mir das vorstellen kann. Ich meine, Leute, da muss Minecraft-Mucke drunter liegen. Sie tanzt und ich bin echt mal gespannt, was uns da erwartet. Und ich würde sagen, wir können direkt loslegen, Leute. Was ist das für Mucke? Was ist das für Mucke und warum steht da vorne ein Fein Yes? I hope you are okay. Was? Hä? Was? Hallo? Oh nein! Ich hab's falsch geordert! Nein! Ich dachte, das wäre für eine personalisierte Nachricht an sie, dass sie ein paar Instructions bekommt. Aber das wird ja im Video eingeblendet und das Logo hier am Ende. Ja, hope you are okay. Hä? Was? Help?
Das macht mich so fertig. Hilfe. Leute, dafür habe ich Geld bezahlt. Vielleicht soll ich nächstes Mal die Anweisungen lesen. Ich würde sagen, hier gibt es dann nochmal die Version mit der richtigen Musik unterlegt. Mein Diamonds. Mein Diamonds. Ja, das sollte euch dann auch schon besser gefallen haben, meine Freunde. Ich bin damit auf jeden Fall viel, viel eher zufrieden. Nochmal großes Shoutout. Danke dafür, Paluten, dass ich dieses wunderschöne Logo hier benutzen durfte. Rate your experience. Okay. Quality of this delivery. 8 von 10. 7 von 10. Would you recommend this? Auf jeden Fall. Nachkaufen. Did your result match? Ja, this is satisfactory. Excellent, Alter. Show your appreciation. Ja. Den Tipp, den, da hat sie leider die falsche Musik benutzt. 6,28 € hat mich das gekostet. Bitte schaut das Video bis zum Ende, meine Freunde. Und wenn ihr den zweiten Teil davon sehen wollt, ja, dann smasht ihr auf jeden Fall wieder Like-Button. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was wir da noch so bekommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da nochmal? Fortnite Insane Trickshot, Wi-Fi DS Fat, Minecraft Sexual Roleplay, Bitcoins, Drugs, Girls Go Blay. Ja, das ist auf jeden Fall einer der Rap-Tracks, die ich unbedingt haben wollte. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob mir das auch so zusagt. Ich, hab auf jeden Fall Bock drauf. Sechs Euro habe ich dafür bezahlt. I'm sipping drugs while I'm playing Minecraft. 8-year-olds love seeing that big white cat. Doing it with Bitcoin so you can't track me. LFHD is fat and has acne. You won't do shit at the trick shop. LFHD is fat and has acne. Nice, Digga, nice. Has acne. You won't do shit at the trick shop. That's how I get off money shots on your wristwatch. So when you check what time it is, it's time to buy the dick. You can call me a prick all you want, but I'm really good at Fortnite. You cannot beat me because my foresight. You cannot beat me because I have four eyes. Not because I wear glasses, but because I'm four times smarter than you losers. I do not get bored. I play as a knight when I play Minecraft. I have sex with my cube-shaped shaft and I go skr-skr on the boobs they have. Was? Ist ja sau dope einfach. I go skr-skr on the boobs they have. Bored. I play as a knight when I play Minecraft. I have sex with my cube-shaped shaft and I go skr-skr on the boobs they have. Nice, Digga. Okay, also wir hatten das Minecraft Roleplay war drinne. Wi-Fi D ist fett und has acne. Very important, ja. Und sonst, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mir natürlich jetzt gewünscht, dass das vielleicht, also gemixt und gemastert wird. Ich meine, gut, ich habe 5 Euro bezahlt. Da kann ich, glaube ich, mehr als ein Handyvideo nicht erwarten, oder? Ja, interessant auf jeden Fall, Leute. Mensch, wofür man im Internet alles Geld ausgeben kann, ist auf jeden Fall echt geil, dass der Typ WiFi-D beleidigt hat. Accept and review order, meine Freunde. Nehmen wir so an, ist super. Ja, meine Freunde, wir haben hier noch tatsächlich dann meine letzte Order. Act and say anything you want as a pirate. Der Typ hat mich dann mal angeschrieben und hat gesagt, ich muss das Ganze nochmal in Deutsch machen. Und dann habe ich jetzt hier geschrieben, hello, my name is Captain McVinalot. I'm a YouTuber, WiFi-D is the person I hate the most. R-I-H-H. Go on revinside.de and buy his new merch. R. Leider hat der Typ sich noch nicht gemeldet. Ich glaube, der ist gerade noch auf einer Seefahrt oder sowas. Der macht gerade auf jeden Fall irgendeine Tour um den Globus. Das ist nicht so wichtig, meine Freunde, denn den werden wir auf jeden Fall in den nächsten Part dann inkludieren. Ich habe jetzt erstmal die billigen Varianten genommen. Nächstes Mal bin ich auf jeden Fall auch bereit, vielleicht an die 30 Euro auszugeben. Ja, also dafür auf jeden Fall schon mal 100.000 Daumen nach oben, meine Freunde. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir noch so auf Fiverr finden können. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr, wie gesagt, dem Video einen Daumen nach oben gibt. Es ist unglaublich warm hier, deshalb beende ich jetzt das Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Let's go!